Dann checken wir mal ganz bei Gewitter im Kopf rein. Jetzt bin ich nämlich mal gespannt, Leute. Wir haben nämlich jetzt hier folgendes Problem. Jan von Gewitter im Kopf hat sich nämlich tatsächlich die Haare färben lassen, ja? Tourette in Klammern Jan bekommt rote Haare. Das Tourette wird gefärbt. Ah ja, okay, gut. Schauen wir mal rein. Let's go, der Hase, meine Freunde. So, nachdem ich gerade die nette Behandlung erfahren habe, ja. Das wird das Endergebnis sein. Ach ja, damit du mich besteigen kannst, wenn ich der Redhead bin. Genau so ein Ding. Ja, ich hab's durchschaut. Erstmal müssen wir die, glaube ich, blondieren, ne? Genau, ausbleichen. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Gott sei Dank steht es da hinten drauf. Da steht bitte lesen, nicht wichtig. Brauchen wir. Kannst du Durchfall fahren. Nice weggeworfen. Vertraust du mir? Nee, aber mach ruhig. Achtung, Produkt enthält Persolatfarbe, bla bla bla. Nicht anwenden, egal. Bla bla bla. Nicht einatmen, bla bla bla. Blondierpulver, Entwicklercreme, Aufhellungscreme. Gut, okay, ich versuche das jetzt mal irgendwie hier hinzukriegen. Also wir brauchen zuerst das hier, glaube ich. Oh, oh. Da ist so Pulver drin, ne? Ah, okay. Dann... Boah, du bist so ein... Nichts passiert. Oh mein Gott, ich glaube das nicht. Ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Alles gut, das kommt vor. Digga, es ist ja nicht schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich nicht schwierig, das da rauszubekommen. Selbst das kriegt ihr schon mal an der Stelle nicht hin. Belastend, Digga. Ich hab deine Hose getroffen. Nein, habe ich nicht. Ich kann mir dich mit roten Haaren irgendwie nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber du willst es gerne. Ja, will ich auch. Geil. Ja. Wo das dann irgendwie zu sehr verstörenden Assoziationen führen könnte. Was du nicht sagst. Du schütteln oder soll ich schütteln? Keine Ahnung, ich kann beide schütteln. Wie lange muss man das denn schütteln? 10 Minuten. Echt? Nein. Kämmen Sie zuerst Ihr Haar, tragen Sie dann 2/3 der Mischung in die Längen und Spitzen auf. Die Frage ist halt, funktioniert das überhaupt? Ohne Blondierung ist das eine Tönung oder was? Ich habe davon gar keine Ahnung, Alter. Was ist das jetzt genau, was der da in die Haare geschmiert bekommt, Digga? Was ist das genau, was der da bekommt? Blondierung? Nee, das ist ja eben keine Blondierung, oder? Oder wird jetzt, oh mein Gott, wird jetzt erstmal blondiert? Doch, der wird erstmal blondiert, ne? Fuck, Alter, Digga. Ja, jetzt schon lost. Das geht so. Ja, geil. Augenbrauen, sag mal, bist du gestört, Digga? Ja, geil. Das fühlt sich ein bisschen an wie so Matschepampe. Das fühlt sich ein bisschen an wie... Ey, das ist ja niemals richtig, Alter. Das wird doch übertrieben fleckig so. Das ist doch, dass man das eigentlich normalerweise... Kennt man das nicht normalerweise ein? Also, ist das nicht so ein Ding? Keine Ahnung, so ist das nicht so, dass man normalerweise hingeht und irgendwie... Also, kein Plan. Das ist schon echt wack, oder? Die gesamte Stirn damit voll. Da müssen die Stirnhaare mit gebleicht werden. Das brennt nämlich. Ja, natürlich brennt das, weil es Blondierung. What the fuck, Alter? Muss das nicht erstmal einwirken? Du Scheiße, Junge. Nein. Selene 17, was geht? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Hitler. Ich glaube, Gisela wird das richtig. Triggerst du dich nicht? Alter. Kann gut sein. So ist es gut. Wir lassen das so und warten jetzt, bis es eingeblendet. Digga, das ist doch... Bruder, das ist ja überschlecht doch für die Haare, oder sowas? Ey, sowas macht man professionell, aber nicht selber, Mann. Normalerweise geht man doch mit dem Pinsel dahin und... Oh, Digga, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Alter. Seine Kopfhaut wird richtig, richtig leiden, Mann. Bis gleich. Stell dir mal vor, der ist allergisch dagegen. Ja, dann... Ja, natürlich brennt das auf der Stirn, Digga. Das ist fucking Wasserstoffperoxid, Alter. Oh. Er wollte einen Lappen für seine Stirn. Später. Scheiße. Ja. Hol mir jetzt einen Lappen, Nigga. Du wirst sonst abgeschoben. Perfekt. Das natürlich, ja. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Ich distanziere mich an der Stelle von dieser Aussage. Ich habe hellere Haare als du. Inzwischen. Na! Wo ist der da? Blöder Kameramann, ich... Wo rennt der da rum? Wo ist der Junge? Wo ist der? Sich austauschen, wie bei der Perch. Ich hab davon geträumt, ich darf das. Ja! Ja, und dann bücken Sie sich mal bitte. Ist ja auch ultra ungleichmäßig. Guckt mal, hier sind überall schwarze Ränder und oben drauf das Haupt. Das ist wirklich nicht gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich nicht gut gemacht, Alter. Henry, wir haben jetzt Partnerlook. Stimmt. Ja! Ja! Das Ding ist, das ist ja auch dauerhaft so. Der muss seine Haare hier einfach abrasieren, oder? Ja! Jan, was machst du da? Jan?
Guck mal, der Henry kommt. Nee, das kann man nicht rauswaschen. Das ist blondiert, Leute. Das ist blondiert. Das ist nicht zum Rauswaschen hier. Das ist blondiert worden. Den Haaren wurde das Melanin entzogen durch das Wasserstoffperoxid. Das ist jetzt erstmal durchgehend so. Das bleibt jetzt erstmal so. Ja, das weiß ich. Wir finden es beide geil. Ja! Ja, komm, reich. Jetzt töte. Hier. Ja, ja, das wächst raus, aber das kann man nicht rauswaschen. Man kann es rauswachsen lassen, aber nicht rauswaschen. Natürlich sind die Haare, die nachwachsen, dann wieder schwarz. What the fuck, Alter? Junge, do you even biology chat? What the fuck, man? Ja. Oh mein Gott, du bist komplett blond? Nee, er ist eben nicht komplett blond, Digga. Es ist halt das Problem, er ist halt nicht eben komplett blond. Das ist halt super fleckig, Mann. Pass auf. Ist wirklich nicht gut. Das ist hier oben nicht richtig eingezogen. Das ist halt so fleckig, Alter. Hier ist es komplett weiß. Hier ist es rot-braun. Da ist noch voll viel Restfarbe übrig. Oh, Bruder. Ist es sehr blond? Nö. Nein, eigentlich ist gar nicht. Blond? Der Henry ist sogar geschockt. Du bist echt geschockt. Bin ich heller als der Henry? Ja. Das ist ja schon fast Ginger-mäßig. Ginger! Hä? Ginger! Ja! Als ob du dich jetzt die ganze Zeit selber triggerst. Ja, Hexer. Boah, was für voll die Linien, wo du einfach nur braun bist. Ja, Digga, weil es halt scheiße aufge... Es hat so... Man sieht sogar die Finger, wo er drauf gewesen ist, Alter. Oh mein Gott. Alexa, spiel Heavy Metal. Wie gefällt's dir bis jetzt? Alexa, spiel Heavy Metal. Alter. Was ist jetzt los? Oh, scheiße. Ja, was macht die Hexe da? Ja. Ich weiß, dass das gebleicht ist, Digga. Das ist eine Blondierung. Ja? Blondierung funktioniert durch Bleiche, Wasserstoffperoxid. Das entzieht den Haaren das natürliche Melanin und färbt die Haare dann blond oder sogar weiß. Akani, hör auf, sonst werde ich deinen Kopf bleichen. Ja. Ich hoffe nicht, dass du jetzt das Plastik zerfleischt. Komm, lass mal den Hund in Ruhe. Ja, komm. Hey, komm. Der Arme, oh. Ah! Der ist gemein, oder? Nein, der soll ja nicht reinfallen. Nein, der soll es. Muss man das nicht irgendwie verteilen? Ja. Willst du nicht übersehen, wo du Scheiße, verteilst? Scheiße, ich doch. Wow! Wow! Jan! Das Mikrofon, oh mein Gott. Aha. Alles ist nass, die ganze Wand ist einfach nass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, vor allem jetzt kommt noch ein heftigeres Rot drauf. Ja, soll ja eh rot werden, ne? Jetzt sieht du das kleiner Perversling, du willst mich besteigen. Hi, Freunde. Und jetzt herzlich willkommen zu Hi, Zeit. Freunde der gepflegten Alleinunterhaltung. Joey's fucking Jungle it in, Digga. Stell dir mal vor, du hast Joey's Jungle Tourette und musst immer die ganze Zeit diese Begrüßung von ihm machen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Hilf mir, ich werd gezwungen. Ah, okay. Also ich bin... Es ist doch relativ gleichmäßig geworden. Es sieht aus wie ein relativ natürliches Rotblond, bis auf hier die Kanten tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich weiß auch nicht, warum die Augenbrauen jetzt zuerst versucht haben zu blondieren und das jetzt wieder weggenommen haben. Das sieht halt super, super seltsam aus einfach. Also das ist ja sowieso eher für Frauen gedacht, die, dass ich dann nicht so viel Augenbrau-Haupthaar haben. Augenbrau-Haupthaar, wahrscheinlich gibt es diesen Begriff. Ja, also man sieht halt hier schon, sag ich mal, Streifen. Das ist schon ein bisschen seltsam so. Es ist eher rot-blond als wirkliches Rot gewesen. Schwierige Nummer, Bro. Ich würd auf Rasur tippen, Digga. Ganz klar abrasieren. Dieses wunderschönen Farbexperimentes. Und zwar werden wir jetzt... Ginger! Ja, genau, so sieht's aus. Ich gehe im Partnerlook mit der Matratze hinter mir. Ja, es ist eher goldgelb, ne, als Ginger. So irgendwie ist es nicht... Ach so, ist noch nicht fertig. Da kommt noch was, oder wie? Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es schick. Und es wird jetzt noch viel schicker, denn ich wäre ja nicht Tim, wenn ich nur eine Farbe vorbereitet hätte. Mhm. Und zwar habe ich hier ganze... Die Vorstufe. Genau, jetzt wird es nämlich richtig orange. Das, so soll das ganze Ergebnis mal aussehen, natürlich. Digga, also richtig Red Hat, oder was? Ja, nee, ist voll gesund. Also da, wenn Digga, da jetzt da muss auf jeden Fall eine Haku hinterher, sonst bist du nämlich komplett glatzköpfig in ein paar Stunden, Junge. Ja, die rote Frau, weil du mich ballern willst. Das ist natürlich kein Placement, es gibt natürlich jede Menge andere gute... Welche Fantasie initiierst du gerade auf mich? Siehst du, der ist gestört, der will mich rot färben, damit er mich flanken kann.
du Arschloch. Okay, ich fange an, die ganze Scheiße wieder zusammenzumischen hier. Unserem kleinen Chemiebaukasten, den wir hier schon haben mittlerweile. Zieh wieder die viel zu kleinen Handschuhe an, die ich vorher auch schon an hatte und wie immer kaputt gehen werden. Mit Kondom hast du das Problem ja nicht. Und hops. Ich find's auch sehr cool, wie ich hier diese Details hineingearbeitet habe mit den Linien an der Seite. Das ist einfach nur absolut beschissen gemacht. Also ich muss sagen, das hat nicht jeder sowas. Spiegelt so ein bisschen die Aerodynamik von dir wieder. Genau, das macht das Ganze ein bisschen gefährlicher. Also ich würde dir so auf der Straße schon mal an dieser Stelle nicht begegnen wollen. Also es ist wirklich... Man hätte sich keinen Beschisseneren aussuchen können als Tim dafür. Das ist ja schon wieder eine ganz andere Anleitung. Warum? Warum? Ja, weil es ein ganz anderes Produkt ist, du Vollidiot, Mann. Was erwartest du? Immer nicht einfach das Gleiche. Gib doch einfach zu, dass du nicht lesen kannst. Kann ich auch nicht. Junge, Junge. So, wir haben das hier. Unseren Spiritus. Und da kommt jetzt hier die Soße rein. So. Oh, das ist aber schon sehr rot, Jan. Das wird was. Digga. Das gibt keinen, Mann. Das gibt wirklich keinen. Das geht doch komplett in die Hose, Digga. Vor allem, wenn er daran riecht, Junge, du wirst, das ist doch so Ammoniak oder so. Digga, er wird sich erstmal wegschabbern mit dem Geruch. Mann, da freut sich aber jemand. Ja. So. Endlich kann ich unter dem Vorwand jemand rot einfärben. Das ist echt, das erinnert mich ein bisschen an diesen Galileo-Chemiebaukasten, den ich damals hatte, als ich 12 war. Ist ja genau das Gleiche, nur dass man beim Galileo-Baukasten die Sachen trinken kann und hier wahrscheinlich auch, oder? Versuch doch mal, Tim. Oder 6. So, Jan, bist du bereit, orange zu werden? Verabschiedest du dich schon mal von deinem Blond? Ja. Gut, dass die Wand an dieser Stelle auch überhaupt noch nichts abbekommen hat von uns. Wo sind die da eigentlich? Was ist das für ein Raum? Das streichen wir bei mir, habe ich gehört. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie braune Grütze. Digga, es sieht einfach aus wie straight up Wichse, sagst du so, wie es ist. Ja. Okay, wenn es schon so ätzend riecht, vielleicht diesmal nicht in mein Gesicht reinschmieren. Ja, du musst es ja nicht direkt einatmen. Okay. Digga, du bist so verloren, Junge. Digga, du bist so verloren, Alter. Deshalb trägt man das auch so nicht auf, Junge. What the fuck? Das ist kein gutes Zeichen. Boah, ist das übel. Also das riecht auf jeden Fall deutlich schlimmer als das andere Zeug. Ey, Leute, ganz ehrlich, Mann. Also, normalerweise geht man ja so rein und massiert das richtig ein und sowas, aber... Also ich sehe hier wirklich, ich sehe auf jeden Fall hier bleibende Schäden für Tims Haarwuchs, für Jans Haarwuchs, Junge. Also ich meine, das ist eine richtig geile Wurzelbehandlung, die ihr hier bekommt. Also wenn das Ding richtig schön in die Kopfhaut reinfrisst, Alter, dann ist auf jeden Fall vorbei. Das ist eine geile Sache, Junge. Boah, ist das eklig. Also ich würde mir das nicht in die Haare schmieren. Vor allem vergisst du hier die ganzen Seiten einfach. Und man sieht halt jetzt schon, wie porös und trocken die Haare sind. Man sieht das den Haaren einfach an. So sagt das auch. Ja, der hat schon Haare verloren. Man sieht, das wollte ich gerade sagen. So, da ist echt schon was ausgefallen, ne? Ja, das ist sehr voll. Wieder diese Turbostreifen rein. Da würden manche Leute eine Menge Geld für bezahlen und du kriegst es umsonst. Ja. Das ist nicht der Hammer? Für den Pilzkopf hätten auch viele Leute sehr viel Geld bezahlt. Die Leute will ich sehen. Jetzt machen wir ja volle Ladung. Ach so, ah ja, okay. Nicht. Hab alles unter Kontrolle. Oh, Junge, Alter, das ist wirklich. Also, okay, es sieht nicht aus wie Wichs, es sieht aus wie abgestandene. Ach, egal, reden wir nicht drüber. Warum verteilt ihr das nicht schon direkt auf dem Kopf? Wieso schmeißt ihr alles auf eine Stelle? Allein die Viskosität, ja, der Aggregatzustand dieser Masse, ja, wie fest aneinander, wie schleimig das Ding ist, das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, Junge. Boah. Oh. Boah, nee, nicht in mein Ohr. Das ist ja bestimmt sowas von gefährlich. Ja. Boah, ist das Schwefelsäure oder was? Ich hoffe, ich habe danach noch Haare. Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Ich weiß es wirklich nicht, Alter. Tropft auch mal das Oberteil drauf. Das ist gut für dich. Du Scheiße. Da ist Kinder mal Strömer. Das ist auf meiner Hand. Und Erdbecken über. Na! Alter, doch nicht über die Augenbrauen. Mann, der arme Junge. What the fuck, Digga? Das ist ja nichts gegen das, was du machen musst, das Tim. Mein Hund. Fertig, bis gleich. So sieht dein glückliches Gesicht aus. Das ist... Alter, der sieht aus wie fucking Pumuckl, nur auf Crystal Meth, Digga. Der sieht aus wie... Pumuckl vom Teufel besessen. Das ist eine ganz, 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 ganz schlimme Nummer hier. Doch mal glücklicher Kunde, oder? Ich hab Angst. Ich mach deine Beinhaare direkt mit, wenn ich schon bin. Oh mein Gott, nack du das nicht! Digga, du bist so dumm, dem fallen einfach alle Körperhaare aus. Der wird einfach kompletter Nacktmull sein am Ende dieses Videos. Bitte nicht! No, tu das nicht!
Fertig, wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Wie soll ich das denn abwaschen? Muss ich hier alles ausziehen? Ich bin der Ginger. Ich bin das Mörchen. Ja, das Geheimnis ist gelüftet. Ich bin das Mörchen. Ha. Ginger. Ja. Mörchen. Ja, friss mich, ich bin das Mörchen. Digga. Alter, Junge, das ist wirklich so, das ist wirklich Katalysator. Da schmierst du ihm die Haare und der dreht komplett durch. What the fuck, man? Den Patrick. Du Scheiße, Junge. Ach du Scheiße. Ey, das ist ja wirklich sehr dauerhaft, ne? Fuck, Junge. Digga, und das wird geil. Wenn er ein paar Mal rüberkämpft, sind die Haare alle weg. Ehrenmann. Sieht dann aus wie so ein neuer GVMP-Bürger. Die hat auch nicht so gut gefärbt, die Farbe, finde ich. Obwohl ich es eigentlich genauso gemacht habe wie beim Essen. Willst du mich jetzt etwa nicht mehr bumsen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schrecklich sieht das bitte aus? Wie schrecklich sieht das bitte aus. Fuck, Junge. So, Jan, der Moment ist gekommen, weswegen wir dieses ganze Video... Ey, Leute, das ist nicht mal ansatzweise so shiny wie auf der Packung. Das ist nicht mal ansatzweise so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist... Fuck, Mann, das hier, Leute, diese Farbe hier, die sieht aus wie die Bartfarbe von Trimax, Digga. Ey, für den Chat für den jungen Mann. Ey, für den Chat für den gefallenen Bruder. Shit, Alter. Ey, Leute, das gibt keinen. Das ist wirklich, also das Problem ist, hier unten die Haare werden wahrscheinlich noch da bleiben. Aber es ist so fleckig, es ist hier überall noch blond teilweise, vorne so richtig purpurrot. Hier ist es noch braun und seine Augenbrauen sind gar nicht mehr vorhanden oder was? Das wird instant bleibende Schäden haben. Die F's sind Chat hier an dich, Digga. Wir gehen an dich, ja? Mach's gut, du warst attraktiv. Scheiße, Alter. Digga, also da hat sogar Simon Unge schönere Haare. Mega gespannt, wie ich jetzt aussehe. Fand ja Gold schon krass, aber jetzt rot. 2, 1. What the fuck, Digga? Alter. Das ist ja. Das Ding ist, seine Augenbrauen sind jetzt so ganz leicht so. Boah, schwierig, ne? Also wirklich, wirklich schwierig. Ich bin dafür, dass beide sich einfach eine Glatze rasieren. Dass der die Augenbrauen mitgefärbt, das ist wirklich einfach nur dumm. Weil die sind ja jetzt auch blondiert und so, wisst ihr, was ich meine? Die kriegt der ja nie mehr wieder normal. Die kriegt der ja niemals wieder auf den Ursprungszustand seiner Augenbrauen zurück. Weil die wachsen ja ultra langsam nach. Wie lange brauchen Augenbrauen, bis sie, wenn man sie abschneidet, wie lange braucht das, Leute? Man kann die ja, wie viel wachsen Augenbrauen? Man schneidet die ja nur ganz selten. Dauert richtig lange, oder? 2 Monate, 3 Monate. Ja, dachte ich auch so. 1, 2 Monate, safe. 4 Jahre, ja, auf safe, Digga, 4 Jahre. Scheiße, Alter, Mann. Oh. Wie geil. Also es ist schon nicht schlecht geworden. Hier vorne sieht es auf jeden Fall gut aus, aber von hinten darf er es auf keinen Fall sehen. Von hinten darfst du das niemals sehen. Von hinten sieht das so schrecklich aus. Von hinten ist es richtig, richtig fett reingekackt, wenn ich ehrlich bin. Also von hinten ist es wirklich extrem beschissen. Oh mein Gott, das ist... Aber es hat was. Das hat was, das ist special. Das ist so anders, so speziell. Ich feiere das, um ehrlich zu sein. Aber geil, wenn er damit so umgeht. Das ist cool. Das Schöne ist halt, da er jetzt hell gefärbt hat, er könnte jetzt easy wieder zurückfärben auf seine Naturhaarfarbe. Also er muss den nicht schneiden. Bei Tim sieht es dagegen anders aus. Tim muss auf jeden Fall eine Glatze machen. Also einzeln entscheidet, wenn ihr seht, dass Tim eine Glatze machen soll. Ich bin's ehrlich, also ich bin da ehrlich so zu euch. Wisst ihr, die Frisur, die er vorher hatte. Gut, Tim, an der Stelle, wir haben hier auf jeden Fall den Chat, der sagt etwas ganz Eindeutiges, mein Guter. Es ist Zeit für dich, sich eine gottverdammte Glatze zu rasieren, liebster Tim. Leute, ihr könnt natürlich auch hier mal abstimmen, was ihr am besten findet. Findet ihr Jan so besser, mit der Haarfarbe davor oder ganz normal, wie er immer ist? So, Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses kleine Special... Ich weiß nicht, ob mir das gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. Also auf jeden Fall eine geile Idee, aber schon schwierig. Also rein stilistisch sehr, sehr schwierig. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielen, vielen Dank nochmal an den ganzen Support, den wir von euch kriegen seit 1,5 Jahren jetzt schon fast. Na. Und dass wir zusammen es schon geschafft haben, diese 2 Millionen Abonnenten zu erreichen. Das schaffen ja nur die wenigsten, deswegen wissen wir auch, dass es was ganz Besonderes ist. Vielen, vielen Dank an euch. Wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute.
Ciao. Ciao. Was kommt jetzt denn noch am Ende? Euer Sams, Ginger, verbrennt die Hexe. Alter, komm runter, Junge, what the fuck? Sir, verbrennt ihn. Oh, Jan wird sich jetzt immer selber triggern, glaube ich. Ich lebe ab jetzt ohne Spiegel einfach, ist okay. Hexe! So, also ich werde jetzt meine Mutter mal per FaceTime anrufen. Junge, das. Stell dir vor, dein Sohn ruft dich an und sagt, Mama, ich habe mir die Haare gefärbt. Dann denkst du zuerst, okay, nice. Und dann sowas, Digga, und dann sowas. Dann ist es wirklich, also dann ist vorbei. Dann ist wirklich, wirklich vorbei. Und die weiß noch gar nichts davon, nee, ne? Die hat keine Ahnung, worum es geht. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie reagiert. Tim soll keine Glatze haben, soll sich einfach die Pferdemaske anziehen. Ja, wäre auch ein Deal. Oder sich einfach die ganze Zeit die Pferdemaske anziehen, wäre natürlich auch geil. Gut. Oh, Alter. Hallo, Mama. Erstmal Herzinfarkt, Digga. Das ist wirklich so... Ich bin mal gespannt, was sie zum nächsten Abo-Special machen. Vielleicht gibt's ein paar Face-Tats oder sowas, Alter. Maybe tätowiert Jan einfach Tim, weiß ich nicht, ein Pimmel oder sowas ins Gesicht. Wir werden sehen. Es bleibt weiter entspannt, Leute. Hallo, Jan. Hallo. Na, und wie findest du meine Haare so? Nicht schlecht. Ja, ist ja so heiß, ne? Wir haben unser 2 Millionen Abonnenten-Special gedreht und ich bin jetzt ein Rothaariger. Ja, und ich habe Tims Haare geschnitten. Ja, guck mal, wie meine Haare von hinten aussehen. Ach, du liebe Zeit. Ja, es ist beides in Ordnung, ne? Also, da sieht der Jan besser aus. Ja, danke. Ja, es ist doch mal sehr interessant, oder? Ja. Hätte ich nicht so gut hingekriegt. Sind auch gut. Ja, danke dir. Ja, prima. Macht's gut. Mach's gut. Danke. Du Arschfuhrer. Ja, ich bumm's dich. Da bumm's mich. Ja, nur so. Bro, das ist deine Mutter. Lass gut sein. Da bumm's mich. Das findet die Oma toll. Ach du Scheiße, Alter. Ey. Aber Jungs, ich gönne euch die 2 Mio Subs, muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe selten so sympathisch und nette Jungs kennengelernt wie die beiden, Alter. Beide wirklich sehr, 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 sehr korrekt. Da bricht mir noch direkt die Stimme weg. Ich mag beides tatsächlich sehr gerne. Shoutout Jungs auf euch. Und eure 2 Millionen, Mann. Alhamdulillah, möge euer Kontostand auch auf 2 Millionen anwachsen.